Hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir dem Mann gleich. So, wir gucken jetzt mal in den ersten Kommentar rein. Du hast gesagt, du willst 3000 Gems sparen für Mythic Zoidberg. Gibt es den für 3000 Gems oder was? Wir hatten doch den Swole Club. Und im Swole Club gab es doch den Dr. Zoidberg. Und wenn du da genügend mitgemacht hast, dann hast du eben schon deine 150, 160, keine Ahnung, 170 Steinchen oder sowas rausbekommen aus dem Ganzen. So, dann fehlt dir ja nicht mehr ganz so viel bis zu den 250. So, und dann gibt es ja hier diese Mythic Packs. Da habe ich mir ja schon beim letzten Mal, als der Dr. Zoidberg drin gewesen ist, habe ich mir zwei von diesen Mythic Teddy Packs, Mythic Zoidberg Packs geholt und habe dadurch 30 Fragmente mit hinzubekommen. So, und wenn ich glaube, ich hatte 150 gehabt, dann plus 30, wenn wir bei 180, dann fehlen mir noch 70. So, und wenn ich jetzt rechne, 70 durch 15, dann sind wir bei 5. Das heißt, ich muss 5 mal hier diese Box holen, wenn die wieder rauskommt. Dann wären wir sogar bei nur 2500. Und dann hätte ich den Mythic Zoidberg. Und das macht für mich eben mehr Sinn, als jetzt da dreimal so eine 800er Box zu holen, wo ich nicht weiß, wie viele Legis kriege ich raus, welche kriege ich raus. Und manche von euch gehen ja hin und sammeln ja Gems für das erweiterte Sonderangebot. Und da denke ich mir, macht es doch echt Sinn, eher jetzt den Mythic Zoidberg voll zu machen. Ist eh eine der stärksten Mythics, die es gibt. Und wofür haben wir dann den Swole Club gemacht? Wer weiß, ob die das erstens wann der nächste Swole Club drankommt und ob die dann beim nächsten Swole Club nochmal den Mythic Zoidberg überhaupt anbieten. Also insofern investiere ich die Gems jetzt dann lieber, sammle ich sie und investiere sie dann lieber in ein Mythic Zoidberg Pack, wenn das rauskommt. Teddy, halber Hund, Jean, The Boris Kid, Shrimpy Shrimps, Lois Griffin hatten wir schon gezeigt. Dann gehen wir hier rein, dann haben wir Summer Guy Box. Nach wie vor Summer Guy, Furry Convention, Shrimpy Shrimps, Boris Kid, Hammers, Conrad und Blue and Platter. Bin ich jetzt nicht so begeistert von der Box. Die hier ist viel geiler, tausendmal geiler, Down to the Bone, Sacrificial, Robert Goat, Knife Wielding Seal, Bandit und Peter und Bill Dauterai. Und diese Box ist richtig geil, Down to the Bone. Und dann sind wir auch schon hier in der Meisterschaft. Ah, was ich vergessen habe, ganz am Anfang, hier. Ist jetzt die Peggy draußen, Mamas altmodische Geheimnisschatulle, da gibt es jetzt aktuell die Peggy. So, jetzt gehen wir wieder zurück in den Shop und dann gucken wir mal da rein. So, und da ist die Meisterschaft. So, Mastery Token Pack, hier haben wir zum einen Genia, Pig, Klaus. Gucken wir uns mal diese Combo an. Combo Recipe. Genia, Pig, Klaus. So, da hast du Cheer All. Und hast einen Burger. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber 500 Gems würde ich dafür eben nicht ausgeben. Dann spare ich mir die lieber als jetzt für so eine Combo. Dann hätten wir als nächstes die Präsentation oder hier auch im Englischen Show and Tell. Und die wiederum habe ich auch schon des Öfteren mal gespielt mit Cripple All, gerade wenn du eine Tina im Deck hast, also als Charakter spielst. Dann cripples der sowieso schon runter. Dann noch mit so einer Präsentation beispielsweise cripples du noch mehr runter. Dann macht der Gegner schon mal gar nicht mehr so viel Schaden, wenn er sein Deck ein Stück weit ausbauen konnte. So, das heißt, aber trotzdem würde ich auch dafür keine 500 Gems ausgeben. Und dann haben wir als letztes oder als vorletztes Steverino. Die ist relativ stark, muss man schon sagen. Mit Fighter-Karten. Da ist eine Mauer, Leech und Hijack. Und wer ein Steve Smith im Deck hat und eben Fighter-Karten, da kann man schon mal 1000 Steine für ausgeben. Das ist echt nicht schlecht. Ja. Die Karte lohnt sich auf alle Fälle. So, dann gucken wir als nächstes in die allerletzte Combo für heute rein. Es ist Daddy's Gone.
Und der Discon sieht folgendermaßen aus. Du hast einmal den Steve Smith und dann hast du Musikkarten und letzten Endes kommt dann hier dieser Discon bei raus. Lohnt sich in der Regel nicht wirklich. Es gibt eine einzige Combo, wo es interessant wird. Das ist da unten mit Rubberneckers. Da macht er dann plötzlich, wenn sie gemaxed ist, 41 Schaden. Also wenn du maxed Steve Smith hast und maxed Rubberneckers, dann hast du 41 Schaden und könntest unter Umständen einen First Hit landen. Mit 41 Schaden plus 4 wärst du bei 45. Dann, wenn es sogar nochmal zwei Stück mit hinzuholst, also drei solche Packs hier, Combo Recipes, dann würdest du letzten Endes bei knapp 50 Schaden landen. 49, damit kann man dann, nee, 50 Schaden sogar. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann doch schon gegeben, dass man den einen oder anderen First Hit gut landen kann. Also in der Situation lohnt sich das auf jeden Fall. Ansonsten würde ich es jetzt nicht unbedingt haben wollen. Weil die anderen Kombos außer der Rubberneckers sind dann doch nicht so stark. Und selbst wenn ich die gibt es andere, die sind von Haus aus schon stärker. Da brauche ich die nicht nochmal extra zu pushen. Dann warte ich doch lieber auf eine andere Kombo und dann wird dort reingeballert. Wenn es euch geholfen hat und gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Dann würde ich mich darüber sehr freuen. Und ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke, um über neue Videos von uns informiert zu werden. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.